Die Vielfalt Europas zu feiern, das war immer schon die Absicht des Eurovision Song Contests. Seit Conchita Wurst den Bewerb gewonnen hat, hat die Vielfalt aber eine ganz neue Dimension gewonnen. Herzlich willkommen am Kulturmontag. Anders sein ist das neue Normal. Schwule und lesbische Ampelmännchen auf Wiens Straßen signalisieren grünes Licht für alle Arten von Partnerschaft. Und auch sonst wird der Song Contest in jeder Hinsicht barrierefrei. Zum ersten Mal entwickelt der ORF eine eigene Version des Song Contests für gehörlose Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Brücken bauen, schön und gut, aber sind die guten Absichten auch in der Gesellschaft angekommen? Ja, in den letzten Jahren hat sich viel geändert. Für Kinder mit Down-Syndrom gibt es mittlerweile sehr viel mehr Förderprogramme als noch in den 70er Jahren. Und Inklusion ist für die meisten Menschen kein Fremdwort mehr. Ein Bericht von Constanze Griesler. Sie sind laut. Sie sind Punks. Und Finnlands Fixstarter beim Eurovision Song Contest. Pertti Kurikka-Niemipäivät. Eines der Mitglieder hat das Down-Syndrom, die anderen haben kognitive Beeinträchtigungen. Sie sind bereits in Wien angekommen, lassen sich in der finnischen Botschaft souverän feiern und von Groupies umgarnen. Die polnische Song Contest-Teilnehmerin wiederum sitzt im Rollstuhl. Der Held der derzeit international erfolgreichen Serie Game of Thrones ist kleinwüchsig. I wish I was the monster you think I am. Und ein Model mit einer Hautkrankheit startet durch. Der Film Verstehen Sie die Belliers über Gehörlose ist ein Kinohit. Anderssein wird als cool vermarktet. Brauchst du viel zu hupen, Papa? Du bist doch nicht behindert. Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber wir müssen unser Glück ja nicht mit der ganzen Welt teilen. Hey, Paula, steigt ihr die Love Parade oder was? Ah, auch ist gut, ja. Ganz so eitel Wonne ist es nicht. Pulitzer-Preisträger Andrew Solomon schildert in seinem Buch Weit vom Stamm auch die Schwierigkeiten mit Norm und Abweichung. Solomon ist schwul und phasenweise von Depressionen geplagt, also auch er ein Abweichler. 300 Eltern hat Solomon interviewt, deren Kinder von der Norm abweichen. Gehörlose, Transgender oder Autisten. Ihre Geschichten sind einzigartig. Ihre universellen Erfahrungen des Andersseins macht ihre Identität aus. Wenn wir eine Beeinträchtigung herabwürdigen wollen, bezeichnen wir sie als Krankheit. Wenn wir sie wertschätzen, wird sie als Identität anerkannt. Ich habe aber bemerkt, dass es da einen fließenden Übergang gibt. Was wir heute als Krankheit bezeichnen, könnte schon morgen identitätsstiftend sein. Ich zum Beispiel bin zu einer Zeit aufgewachsen, als Schwulsein als Krankheit bezeichnet wurde. Heute definieren sich Menschen positiv über ihre sexuelle Orientierung. Viele dieser Charakteristika, von denen man sagte, sie seien Krankheiten, können als Identitäten erfahren werden. Auch Schauspieler und Synchronsprecher Sebastian Urbanski ist nach derzeitigen Maßstäben anders und hat darüber gerade ein Buch herausgebracht. Erschreckenderweise tatsächlich das erste aus der Perspektive eines Menschen mit Down-Syndrom. Ich wollte über ein Leben berichten aus der Sicht des Betroffenen auch. Und auch wollte ich damit auch zeigen, dass solche Leute sich eigentlich nicht verstecken müssen. Und dass Leute wie ich auch was leisten können. Zum Beispiel wie auf der Bühne eben. Dass sie auch Theater spielen können, dass die auch verrückt sein können. 1976 wird Urbanski mit der Diagnose Down-Syndrom geboren. Die Ärzte nahmen seinen Eltern sofort allen Mut. Für uns war es eben, sagen wir mal, eher noch ein zusätzlicher Schlag, als dann gesagt wurde, naja, geben Sie das Kind weg. Naja. Das, sonst läuft Ihnen der Mann weg. Ja, ist geblieben. Ja, ist geblieben. Hallo. Hallo. Wie stellt ihr euch das eigentlich alles vor? Schön. Wir heiraten in einer schönen Kirche. Das geht aber nicht. Derzeit sorgt ein Bluttest, mit dem Schwangere das Risiko für Down-Syndrom bei ihrem Kind bestimmen lassen können, für Ethikdiskussionen. In Deutschland soll der Test von der Krankenkasse bezahlt werden. Urbanski spricht sich öffentlich dagegen aus. Wir Behinderte sind, wie ich aus dem Film MeToo schon sagte, wir sind verdammt nochmal alle Menschen.
Im Atlantic, einer Zeitschrift, die stets als liberal bezeichnet wird, wurde noch 1968 geschrieben, dass es keinen Grund gebe, sich schuldig zu fühlen, ein Kind mit Down-Syndrom wegzugeben. Egal, ob es jetzt in ein Sanatorium weggesperrt oder ihm das Recht auf Leben abgesprochen würde. Das wäre traurig und furchtbar, aber nicht mit Schuld behaftet, denn es handle sich ja nicht um einen Menschen. And a Downs is not a person. And that was 1968. Das war 1968 und seither hat sich die Lebenserwartung von Menschen mit Down-Syndrom verdoppelt. Heute sind diese Menschen Schauspieler, Schriftsteller. Viele leben ein selbstständiges Leben und haben intellektuelle Fähigkeiten, die man ihnen früher schlicht abgesprochen hat. iDance Company nennt sich hierzulande die Tanztruppe, die sich aus Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Down-Syndrom zusammensetzt. Im kleinen Rahmen hat die Company vor 8 Jahren begonnen. Mittlerweile finden ihre Produktionen auch auf größeren Bühnen ihr begeistertes Publikum. Wir hatten anfangs auch ein bisschen die Reaktionen des Mitleids vom Publikum. Und da haben wir auch ganz lang gekämpft, dass wir das ein bisschen hinausbekommen aus den Leuten, aus den Köpfen der Gesellschaft. Den ganzen Weg entlang, nanu, da höre ich Gesang. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Was ist normal und was nicht? Wir haben uns, glaube ich, über diese Grenzen seit 2008 schon sehr hinweggesetzt und versuchen, auch mit den Thematiken unserer Stücke nicht ausschließlich auf Behinderung aufmerksam zu machen, sondern einfach auf eine Form von Inklusion hinzudeuten, dass ein Miteinander vielleicht auch ganz schön sein kann, weil dann auch eine Vielfalt im Menschen zu sehen ist. Brücken bauen eben, da kann ein Lied auch so klingen. Erstmals in der Geschichte des Song Contests werden Gehörlose inkludiert und die Beiträge aller Nationen in der Blue Box mit Gebärdensprache synchronisiert für die Ausstrahlung auf ORF 2 Europe. Wir übersetzen nicht Wort für Wort, sondern wir machen Geschichten aus den Liedern. Und das ist das Spannende. Beim ESC ist es so, dass es das erste Mal so ist, dass Gehörlose für Gehörlose arbeiten. Die Performer und Performerinnen sind gehörlos. Wir sprechen hier eigentlich von einer puren Inklusion. Brücken bauen. Ja? Und man soll Inklusion leben und das passiert jetzt. Und das ist das im Beitrag angesprochene und äußerst lesenswerte Buch von Andrew Solomon, weit vom Stamm erschienen im S. Fischer Verlag.